So, liebe Freunde der Nacht, The Tyson Fitness ist wieder hier und ich rutsche mal kurz ein Stückchen nach vorne, weil das geht ja noch platztechnisch. Wir sind wieder in diesem hier Dingszimmer. Freunde, was ist das hier? Das ist jetzt das Paket-Unboxing. Ich habe nämlich eine Lieferung bekommen. Die steht jetzt auch schon wieder ein paar Tage hier rum. Ich war jetzt in der Halle und so. Heute Maximalkrafttest. Danach bei Mongos gegessen, dann hingelegt, bis gerade eben gepennt. Kurz was angezogen, weil ich jetzt dieses blöde Video hier machen möchte. Mit der Lieferung hier. Direkt auch mit Verkostung, denke ich mal. Ich habe, diesen Monat hatte ich keinen zu großen Freibetrag, deswegen habe ich nicht allzu viel bestellt. Aber mal so das Nötigste und was mich interessiert hat. Ich würde sagen, wir machen das Ganze mal zusammen auf. Und ich werde so langsam ein bisschen wach, meine Freunde. Und wie geht's euch? Geht's euch gut? Mir geht's wunderbar. Maximalkraftversuch, seht ihr ja dann in den Videos, ob ich zufrieden bin oder nicht. Vielleicht ist das hier, kommt das hier auch danach. Obwohl, ich denke, das wird jetzt gleich kommen. Ich denke, das wird gleich kommen. Mit der Halle ist auch eine Scheiße, ne, Freunde. Also ehrlich. Aber jetzt ist der Maximalkraftversuch gemacht mit einer Woche Verzögerung. Das heißt, zwei Wochen davor nicht mehr trainiert. Ich hätte mir besser merken fürs nächste Unboxing-Video besser mitnehmen. So, meine Freunde. So, jetzt rücke ich wieder nach hier hinten, damit man so ein bisschen die Kiste sieht. So, hier, Koro Drogerie GmbH an Herrn Florian Tyson. Das ist absolut richtig. So, was haben wir denn jetzt hier? Ui! Das hält sich ja an Grenzen hier. Also, wir haben Aronia-Beeren. Ein Kilo Aronia-Beeren. Ich komme doch nochmal näher ran. Gedöns hier. Aronia-Beeren. Von der Koro-Drogerie. Dann haben wir Goji-Beeren. 500 Gramm von der Koro-Drogerie. Dann habe ich mir Gerstengraspulver bestellt und habe Weizengraspulver bekommen. Aha. Für den Masseaufbau und Bralität, um Steve Bentin zu zitieren. Gut, ich habe jetzt hier Weizengraspulver bekommen statt Gerstengraspulver. Ich denke mal, das werde ich aber nicht jetzt reviewen, weil ich mir das jetzt nicht pur geben werde. Und ich habe mir tatsächlich Bio-Bärchen geholt. 500 Gramm. Ich glaube, die sind vegan. Ich wollte die einfach mal probieren. Die sind natürlich fucking schweineteuer. Für Gummibärchen. Aber ich wollte die einfach mal probieren. Bin ich hier mal gespannt. Also, das war's auch schon. Also, das ist die Bestellung. Einfach mal jetzt probiere ich mal hier. Weil ich habe den Maximalkrafttest auch mit 89,2 Kilo gemacht. Weil ich in letzter Zeit immer ein bisschen mehr, wenn man was zu kauen hat. Oh, ich hätte mir heute einen Trinken holen sollen.
Next. Alter. Ich weiß, warum die Trockenfrüchte heißen. Okay. Also, die Aronia-Beeren sind nicht mein Fall. Die Goji-Beeren kann man schon eher essen. Okay, mit denen kann ich mich anfreunden. Ja. No, da bin ich gespannt. Gummibärchen. Das ist ein kurzes Video heute hier. Okay, hat eine andere Konsistenz als die normalen Gummibärchen mit Gelatine und so. Geschmacklich aber lecker. Hat so ein bisschen die Konsistenz wie eine Mischung aus Gummibärchen und was ist das? Irgendwie Götterspeise. Irgendwie sowas. Götterspeise und Mauarm oder so. Irgendwie so eine Mischung. Ist ein bisschen. Keine Ahnung. Hängt nicht so aneinander. Ist ein bisschen. Weiß nicht. Also, so, das war's auch schon. Weizengraspulver. Werdet ihr irgendwann zwischendurch ein bisschen mitbekommen. Die Gummibärchen schmecken gut. Goji-Beeren kann man essen. Aronia-Beeren, überhaupt nicht mein Fall. Und natürlich ist der Link für die Leute gedacht, die über die Koko-Drogerie bestellen wollen. In der Beschreibung ist ein Link. Ich bekomme Prozente dafür. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann wisst ihr jetzt Bescheid, wo es das gibt. Ich habe gesagt, ich werde mich durch diese ganzen Sachen durchprobieren. Ich denke mal, Anfang nächsten Monats werde ich dann wieder bestellen. Und dann mal ein paar andere Sachen probieren. Also wirklich begeistert bin ich nicht. Aber, warte mal, ich probiere nochmal die Goji-Beeren. Vielleicht finde ich ja noch was anderes, was mir jetzt mehr dazu sagt. Ja. Okay, also Link ist in der Beschreibung. Wenn man unbedingt bei der Koko-Drogerie bestellen will, ihr wisst Bescheid. Da gibt es alles Mögliche an veganem Bio- und vegetarischem Zeug, Trockenfrüchte, Superfoods etc. Vor allem jetzt mal diesen Weizengras hier, das habe ich halt geholt. Als quasi Mineral- und Vitaminersatz. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, was in dem Weizengras drin ist. Ich könnte euch jetzt auch nicht sagen, was in dem Gerstengras drin ist. Das hat sich aber gut gelesen, als ich es mir angeguckt habe. In diesem Sinne, Leute, Dead Vegan Lifestyle, though. Bis zum nächsten Mal. Peace.